Hallo, hallo! Hier ist Marvel 1972 von MFG. Ich bin heute unterwegs mit Firepower von MFG. Der ist im Objekt 268 unterwegs und ich bin im Super Kong unterwegs. Und wir schauen uns einfach mal an, was hier so geht. Ja, also wir haben hier abgesprochen, dass wir nach rechts fahren. Ich fahre auch die Safe. Rechte Seite hier auf der Karte. Ich hätte jetzt auch vor dieser Hügelkette links fahren können. Aber da besteht die Gefahr, dass man von einem Light oder irgendwas aufgemacht wird und schon hart kassiert. So. Ich habe einen Turbo benutzt. Ob das viel bringt oder nicht, ich weiß es nicht. Aber naja. Also. Fahren, fahren, fahren. Bis dahin müssen so unsere Lights-Mediums da vorne mal durchhalten. Ich aime hier links ab, falls da was aufgeht. Ist aber nicht der Fall. Da gab es schon eine Schelle bei uns drüben im Sheldon. So. Jetzt müssen wir uns hier gleich mal ein bisschen Platz machen. Das hier ist die Anfahrt von Marburek. Der macht das hier öfter auf diesem Hügel. Ich wollte das mal antesten. Okay. Ist nichts. Muss man einfach so sagen. Ja. Also, nein. Ich fahre da nicht wieder hin. Wollte ich mal testen. Hat einen halben Panzer gekostet, der Schmutz. Und jetzt müssen wir hier mal richtig an so eine Stelle fahren. Und jetzt mal richtig Ärger. Ja. Wir haben ja noch Hitpoints. Wer braucht Hitpoints? Pff. Schmutz. Sowas. Ja, T95, ich glaube nicht, dass das die beste Idee war. War die falsche Munition, aber wir müssen hier ran an der Marie. Jetzt ist es die richtige Munition, um ihn auf Kette zu setzen. Auf jeden Fall, so macht man das. Ist richtig professionell gewesen. Naja, Objekt 268, wer kennt's nicht, ne? Boom. So. Ja. Easy Bounce. Sie kann jeden Moment reißen. Aha. Seitenpanzerung ist halt mehr. Alter. Alter. Das ist nicht mehr witzig. Ja, der Grashalm hat ja die HE ausgelöst. Der ist der Aufschlagzünder, wenn so ein harten Grashalm einfach aufgeschlagen. Kann passieren sowas. Zum Glück ist niemand in der Besatzung gestorben. Ja. Wo sind diese Camper? Der ist noch Full HP. Und so ein T92 könnte halt auch eine HI nehmen und sprengt den da einfach mal weg. Jawohl. Geht doch. So, 3 gegen 3. Mein Platoon-Mate hat's weggebombt da hinten. Da jagt eh auch noch fast Full HP. Was soll's? Müssen wir ran. Meine Junge. Gut, dass er brennt. Das wollten wir doch so. Britische Präzisionskanone.
AMX 50, ich sehe dich. Ist immer schlecht, wenn man die Gun nicht auf den Gegner kriegt. Ja, jetzt ist im Gegnerteam nur noch dieser Kranwagen. Full HP war der. 2000 paar zerquetschte Hitpoints. Ich habe dem T92 geschrieben, er soll mal ein bisschen spotten gehen, damit ich hier mal so ein paar Ziele kriege, wo ich drauf schießen kann. Ich habe mir schon gedacht, dass er kommt. Ja. So, ein Kranwagen könnte jetzt HE schießen, ne? Das wird halt schon hart Damage machen. Ich versuche ihn halt jetzt immer zu ketten. Ihr seht das. Und jetzt wäre es halt gut, der Raketenpanzer wird mal mit seinen Raketchen hier kommen. Weil er hat ja noch so knapp 2000 Hitpoints, die er mal reindrücken könnte in den Kranwagen. Naja. Junge, du rammst mich nicht kaputt. Ob er es noch schafft? Tatsächlich. Held. Mein Held. So, ihr habt schon wieder vergessen, ein Abo dazulassen. Hallo. Was ist los? Ne? Ja. Zweite Klasse, seht ihr, da muss man hier im Super Kong richtig was reißen. Darf man sich am Anfang nicht den halben Panzer wegballern lassen. Dann geht da mehr. Aber jetzt muss man ein bisschen defensiv am Ende spielen. Ihr seht, schöne Runde gewesen. In dem Sinne, liken, abonnieren und weiterempfehlen. Ach, ich meine, alles, was ihr so machen könnt. Tschüssi.